Liebe Zuseherinnen und liebe Zuseher, ja, wieder wunderschöne Einstellung heute in der Früh. 30. Dezember 2023. Die Sonne sollte innerhalb von einer Viertelstunde aufgehen, aber diese Farben vor dem Sonnenaufgang sind natürlich viel, viel schöner, meines Erachtens. Es ist absolut windstill, also es geht nicht der leiseste Lufthauch, gar nichts. Und hier haben wir wahrscheinlich schon Sturmwarnung dort bei diesem Schwurbelkurbler. Ja, hier im Vordergrund, also Vordergrund ist auch schon weit weg, sehen wir nicht den leisesten Lufthauch. Aber das ist egal. Und auch im Hintergrund die Schwurbelkurbler Vogelschredder trennen sich meines Erachtens viel zu schnell. Ja. Es geht überhaupt kein Wind. Also es ist vollkommen windstill, aber ist egal, das ist. Hauptsache es wird geglaubt. Ja. Ja, die Krähen sind da ganz schön aktiv. Hundertfache Vergrößerung ist natürlich schwer ruhig zu halten, aber gigantische Eindrücke, Mensch, bitte schau dir das an. Ich finde das unglaublich, dieses Farbspiel. Es hat schon was, ja. Vielleicht ist das ja der Grund, warum sie so eifrig Chemtrailen und ihre Gifte versprühen. Kann ja auch sein, ja. Weil irgendeine bizarre Schönheit hat das schon. Es hat schon was. Fast schon ein Stillleben, gell? Der Wind still, Schwurbelkurbler, also der braucht Windstille, dass er sich traut, ohne dem geht es halt nicht. Hier diese Wolkenkompositionen oder Kompositionen, ne? Und die Farbe, die wir vorhin gesehen haben, die Farben, die sind schon weg. Ja? Also das ist hier alle paar Minuten ergibt es ein völlig, oder Minuten ist fast schon zu lange, ergibt es hier ein völlig anderes Bild. Na gut. Scharfstellung, danke. Unglaublich, ja, unglaublich. Aha. Da fliegt was, aber ich sehe ihn nicht. Ist egal. Gut, wollte ich dich nur teilhaben lassen an diesen, würde ich sagen, doch spannenden Impressionen. Ich habe so viele Fotos heute schon geschossen, aber eben, es ändert sich. Ja? Es ändert sich wirklich, ja, kann man ruhig sagen, in alle paar Sekunden ändert sich da etwas hier in dieser Matrix. Ende.